Liebe Freunde, liebe Glaubensgeschwister, im Namen des ACCH darf ich Sie und euch alle herzlich grüßen. Unser Leitvers bleibt aktuell. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Römer 12, Vers 13. So bedanken wir uns von Herzen für das Interesse und die aktive Fürbitte in den zurückliegenden Wochen. Gott ist und bleibt der Handelnde. Ihn wollen wir weiterhin ehren und ihm vertrauen. Wir nehmen Jesus beim Wort, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Zunächst erstens einige aktuelle Informationen. Wir erreichen mit unseren Newslettern derzeit gute 700 Mailadressen. Darunter befinden sich viele Einzelpersonen, aber auch etliche Gemeinde- und Hauskreisleiter. Rückmeldungen auf das Schreiben an die Politiker gab es verhältnismäßig wenige, so ca. 20. Diese kamen in der Regel von Abgeordneten, die sich mit dem Thema schon tiefgehender beschäftigt hatten und die Impfpflicht ablehnen. Wir beten weiter, dass sich viele der Empfänger in ihrem Gewissen von Gott ansprechen und bewegen lassen. In letzter Zeit schreiben vermehrt Glaubensgeschwister, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind und Hilfe suchen. Und weiterhin kommen einige Kontaktanfragen rein. Immer wieder erhalten wir Rückmeldungen, wie ermutigt die Glaubensgeschwister durch das gemeinsame Gebet sind. Das freut uns sehr. Wir sind weiter dabei, persönliche Nachrichten zu beantworten, allen, die auch im Hintergrund mitarbeiten, mitbeten und unser Anliegen mittragen, sagen wir herzlichen Dank. Zweitens, Ausblick auf den kommenden Gebetstag. Am kommenden Sonntag, den 27. März, findet unser dritter Gebetstag des ACCH statt. Wir ermutigen zur Teilnahme, ob im Rahmen eines Gottesdienstes, einer Gebetszeit in Gruppen oder zum Beispiel in Hauskreisen oder zu Hause. Gott hört Gebet. Die anstehenden Entscheidungen in der Politik und weitere Anliegen bringen wir unserem Herrn Jesus, der auf dem Thron sitzt. Hebräer 4, 16 lädt uns hier ein. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Drittens, aktuelle Gebetsanliegen. Wir danken unserem Herrn für alle Rückmeldungen und Ermutigungen. Wir danken Gott dafür, dass die allgemeine Impfpflicht noch nicht im Eiltempo beschlossen wurde. Zugleich wollen wir dafür beten, dass die partielle Impfpflicht alsbald zurückgenommen wird. Wir denken an unsere Geschwister, die hier mit ihren Familien unter enormem Druck stehen. Diese große Last wollen wir miteinander im Gebet tragen. Zudem beten wir dafür, dass das Beharren auf die einschränkenden Maßnahmen für Erwachsene und besonders unsere Kinder ein Ende nimmt. Unser Land ist in dieser Hinsicht noch Schlusslicht in Europa. Das soll nicht so bleiben. Wir beten zudem auch für ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine und dass der allmächtige Gott Europa und die gesamte Welt vor einer Eskalation des Konflikts bewahrt. Besonders in dieser bewegten Zeit soll das Wort Gottes, das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, laufen und verbreitet werden. Wir beten dafür, dass Menschen die Rettung und Hoffnung in Jesus Christus finden und ihn als Herrn und Erlöser im Glauben annehmen. Wir wollen um geistliche Einheit für die Gemeinden in unseren deutschsprachigen Ländern beten, denn Jesus ist unser Haupt. Er ist unsere einigende und einzige lebendige Hoffnung. Nur noch ein letzter Hinweis. Gern können Interessierte sich auf der Seite des ACCH informieren und auch anmelden, um in den Verteiler für den Newsletter aufgenommen zu werden. Hierzu gehen Sie bitte auf die Seite des ACCH, die Adresse acch.info. Unter Ihre Nachrichten an uns können Sie sich für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen im Namen des ACCA Gottes Segen und einen ermutigenden Gebetstag. Wir bleiben verbunden. Herzliche Grüße im Namen des ACCA, Ihr, Euer Eberhard Dahm.